Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wimmelbild suchen. Und zwar suchen wir heute einen Weißwedelhirsch, der, naja, irgendwie ins Wasser geplumpst sein muss. Ich weiß halt auch nicht genau, wo er ist. Da ist er. Jawohl. Ich habe gar nicht so lange gesucht tatsächlich. Ich habe noch eine Spur gefunden, die irgendwie hier war. Die jetzt mal nicht. Das war schon ziemlich gemein hier, wie ich finde. Das ist echt gemein. Das müssen wir uns tatsächlich mal merken. Also hier ist so eine Spur, ja. So, dann denkt man halt, der wird doch jetzt hier drüber gesprungen sein und auf die andere Seite gehüpft sein. Also bin ich hier nochmal lang gegangen. Und, warte mal, hier ist auch noch eine Spur. Okay. Er schiebt sich also langsam nach links, aber auch da hinten sehe ich nichts. Ja, wir erinnern uns, da vorne wird er irgendwo liegen. Man kann es tatsächlich auch so weit nicht sehen. Da liegt er. Also das hier ist auch irreleitend. Ist hier die Frage, ob die dann quasi, wenn die angeschossen sind, ob die dann überhaupt noch... Und das ist halt krass, ne? Das sieht man halt von der Seite gar nicht. Also von der Blutspur hier, wo ist sie denn jetzt? Naja, man sieht es irgendwie nicht. Also gut, mit Glück gefunden. Da hinten liegt er. Den holen wir uns jetzt. Schwierig. Hoffen wir mal, dass ich da jetzt einen Herzschuss gesetzt habe. Männlich ist er auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen. Wir ändern wie immer noch mal kurz vorher die... Genau. So, erlege einen Weißwedelhirsch männlich mit einem einzigen Schuss ins Herz. Ja, gucken wir mal. Weißwedelhirsch männlich ist schon mal. Ja, Herz haben wir leider nicht getroffen. Ist halt... Ja, also man muss wirklich quasi direkt unterhalb des Körpers. Also da ist nur noch... Ich sag mal, da ist eigentlich nur noch ein bisschen... Guck mal, jetzt können wir da übrigens gerne mal sehen. Bei den Füßen sieht man, dass die Runden unten sind und die Spitzen oben. Ah, interessant. Okay, das nur mal am Rande. Aber jetzt sehen wir hier leider, ja, schön gewesen wäre es. Aber nee, leider nein, gar nicht so. So gar nicht, gar nicht. Ziemlich weit zu oben, zu hoch. Also direkt unterhalb vom Brustabschnitt, wo der Brustabschnitt zu Ende ist, da müssen wir hinschießen. Schade auch. Von der Fitness mal bei 43%. Ich finde mal, vielleicht können wir uns da sowas Eigenes überlegen, wie 50% ist so eine Obergrenze. Lass mal gucken, ist da sonst noch was ausgewachsen? Also der ist ausgewachsen. Jagd, Fluchtweite, Verfolgungsdauer 41 Minuten, kam mir gar nicht so lange vor, wird Ingame-Minuten sein. Länge der Hauptsprosse, größter Abstand, dumm, 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 dumm. Das interessiert mich tatsächlich gar nicht so sehr. Wir verkaufen ihn für lustig Geld. Jetzt gucken wir nochmal. Gehen wir nochmal zurück. Ich will noch gucken, ob das Blut jetzt weg ist. Theoretisch müsste das ja weg sein, ne? Ne? Denkste. Das ist natürlich krass. Bleibt Blut quasi, auch wenn man das Tier gefunden hat? Nee, eigentlich nicht. Wait. Das würde bedeuten, da ist noch ein Tier. Okay. Ja, guckt euch das an. Das Blut hier ist weg. Das bedeutet... Das bedeutet tatsächlich, dass wir da hier noch auf der Blutspur von einem anderen Tier sind. What? Oh, Vorsicht! Ah ja, ich bin ja Stuntman. Ich vergaß. Ah ja. Okay. Ich sag mal so, das Blut scheint weg zu sein. Ja, man muss vielleicht erstmal einen Moment lang warten. Aber gut, dann haben wir da tatsächlich doch kein anderes Tier mehr dabei gehabt. Hervorragend. Dann können wir das löschen. Ziele haben wir keine erreicht. Das ist schade. Aber wir haben immerhin den Wasserschutz gemacht. Deswegen teleportieren wir uns direkt wieder zur Hütte. Und reden wieder mit April.
Ich gehe einfach mal näher ran. Hit me up with the next request. Okay, yes, wait. Quiet, Webster. Oh, dear God. Everything okay? Yes, I just have here one very spoiled dog for observation, and he reacts to your voice every time. Really? What's his name? Pupster? Yes. Pupster! Hi there! Who's a good boy? Please, stop it! Now I have to calm him down. Thanks for that. Well, talking about excited dogs, I will need samples from the animal's eating zone for testing. Are you just making this up to punish me for getting Pupster excited? No, I'm not. Okay then, you can expect the most gourmet samples from the area. I'm not going to be the one eating them, but thanks. Es wirkt jetzt gerade so, als hätten wir vielleicht irgendwie... Tja, wie soll ich das sagen? Das hätte die vielleicht auch einfach direkt sagen können, oder? Ich meine, jetzt mal ernsthaft. Muss ich mich da jetzt erstmal mal zurückschicken lassen? Ätzend. Okay, dann würde ich mal Folgendes vorschlagen. Dann nutzen wir den Kram und gehen mal hier noch so ein bisschen lang. So, und zwar markiere ich jetzt hier nochmal ein paar Punkte. So, ich nehme an, das ist ein Berg, deswegen gehe ich hier so einmal drumherum. Also, ich würde mal sagen, das ist doch jetzt mal unser Way to go. Dann nutzen wir den Rest vom Tag, einfach noch ein bisschen spazieren zu gehen. Begegnen wir Dachsen, begegnen wir Hirschen, begegnen wir Enten. Wir begegnen auf jeden Fall den Enten nicht mehr. Das heißt, das hier können wir auf jeden Fall austauschen und nehmen Opas altes Gewehr. Sehr gut. Und ich will noch mal ganz kurz gucken, Diorama bearbeiten. Haben wir da noch was? Wildente fliegend, Rostschnee ganz fliegend. Ach, wie war denn das noch? Für musste man auch bezahlen, oder? Lass das mal nicht machen. Konnte man nicht zwei Enten nehmen? Was ist denn das mit dem weißen Punkt und das mit dem nicht weißen Punkt? Ach, hier. Nullmal. Einmal. Ich habe zwei männliche Enten. Ich habe auch hier zwei männliche Enten. Das kann gar nicht sein. Das sind weibliche. Entschuldigung. Ne, das sind männliche. Entschuldigung. Fasan fliegend nullmal Platz 1. Pumpt da mein Magen oder was pumpt da? Trophäen wählen. Okay, warte mal zurück. Diorama wählen. Wenn du ein Diorama veränderst, werden alle vorhandenen Trophäen entfernt. Du kannst sie später wieder präparieren. Naja, es sind ja gar keine da. Also Trophäenauswahl. Nee, ändern. Veilchenente. Zurück zur Dingsauswahl. Ach, was ist denn das für ein Quatsch? Das sind die Dachse. Ja, nee, das ist... Wo haben wir denn? Haben wir nicht noch ein anderes? Was ist denn das hier für eine Tür eigentlich? Ah, ist eine Ausgangstür. Da fällt mir ein, wir wollten ja auch nochmal nach der Tür gucken, die irgendwie... Wow. Die irgendwo auf dem Boden geht. Ich meine, hier auf dem Boden sein muss. Ich finde sie jetzt aber nirgends. Also, wie ist denn das hier? Hier kann man tatsächlich nur das machen. Ist nicht so schön mit dem kleinen Ding sie hier. Wildente. Rostschneegans. Also. Jetzt muss ich aber nochmal hier gucken. Das scheint ja irgendwie schwierig zu sein. Also. Veilchenente. Nein, 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 nein. Ich habe keine Veilchenente.
Trophäe wählen, Platz 1. Ja, ich habe ja keine. Das ist ja Quatsch dann. Also kann man das doch mal bitte ändern jetzt hier. Und bei der Wildente habe ich tatsächlich nur ein Männchen. Das ist ja crazy. Ich hätte ja gedacht tatsächlich... dass ich da auch ein Weibchen habe. Aber ich habe echt nur bei der Wildente nur eins. Das ist ja crazy shit. Und bei denen hier? Nee. Rostschneegans. Auch nur ein Männchen. Na gut, dann machen wir die einfach hier rein. Ich meine, zwei Enten hier. Hier werden wahrscheinlich keine Enten hinkommen. Kommt hier eine Ente hin? Nee, das sind auch nur Köpfe. Ich finde das ja furchtbar. Aber... ja gut, das ist ja ganz furchtbar. Was ist denn das denn für ein Raum? Der ist auch nicht viel besser. Wir könnten hier einen Entenraum hinmachen. Ne, können wir nicht. Da ist wieder kein Platz für Enten. Das ist ja blöd. Was ist mit dem kleinen Dings hier? Auch wieder nur ein Kopf. Und hier so? Hier könnten wir eine Ente dran... ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Ich glaube, das ist völlig egal. Also, so, komm. Wildente, hervorragend. Sieht sehr schön aus. Sieht wirklich wunderbar aus. So. Und dann bringen wir hier Ross Schneegans dran. So. Sieht gut aus. Für 230. Warum auch nicht, ne? Krass. Also Taxidermie, merken wir uns mal, ist das aus, ist das Präparieren von Tieren, ja? Diorama bearbeiten. So, wenn wir das jetzt entfernen, dann, ja, dann steht ja da auch, wenn du ein Diorama veränderst, werden alle vorhandenen Trophäen entfernt, du kannst sie später wieder präparieren. Na, wollen wir mal alles gar nicht so. Haben wir das erstmal gemacht. Müssen ja 50 Tiere hier irgendwie dingsen, ne? Das will ja auch keiner. So, was wollten wir jetzt machen? Wir wollten uns die... genau, Opas altes Gewehr für die Dachse nehmen und... obwohl, das macht keinen Sinn. Wir ändern das doch nochmal. Wir ändern das doch nochmal. Pass auf. Wir bleiben bei den Enten. Genau. Für den Fall, dass Cinnamon Sky the Jack... ne, die Morgenruhe, wir das nehmen wollten. Also, für den Fall, dass wir Enten finden, Veilchen, Gänse, was weiß ich, Schneegänse, alles wird abgeschossen. Und das hier ist für die Hirschabteilung. Wir müssen ja nur Fresszonenproben sammeln und laufen jetzt ein bisschen. So. Tür geht automatisch zu, müssen uns mal keine Gedanken machen. Hervorragend. Wir haben 14 Uhr. Ja, Viertel nach sogar. Da schauen wir doch mal. Guck mal, 1,6, 1,8 Kilometer Fußmarsch. Ich bin heute 6,5 gelaufen in 50 Minuten. Was ist gelaufen? Gegangen, ja. Da kann das ja hier nicht schwieriger werden. Fresszonen müssen wir rausfinden. Und wie wir gerade bei den Trinkaufgaben schon gemerkt haben, müssen wir das Ganze irgendwie von verschiedenen Tieren sammeln. Das ist cool. Unnötig, aber cool. Dann hoffen wir mal, dass wir auch ein paar Fresszonen finden. Ja, ich werde wahrscheinlich, da muss man einfach so fair und offen sein, wahrscheinlich werde ich mir die Rätsel von Timothy auch im Internet angucken. Ich verstehe, dass die Leute das ins Spiel bringen, ja, um das hier ein bisschen spannender zu machen, aber ich finde tatsächlich, das gehört so gar nicht für mich in so ein Jagdspiel. Also jetzt hier die Map und so weit aufdecken ist für mich okay. Das mache ich auch, aber das mache ich aus eigenen Stücken und nicht, weil ich ein blödes Rätsel mache. Also, vor allen Dingen, ich bin ein erwachsener Mensch. Ja,
Und wenn ich das jetzt schon nicht finde, wie will das dann der Achtjährige finden? Und lässt man einen Achtjährigen so im Wald allein zurück? Nee. Da würde man wahrscheinlich sagen, so Timothée, du kommst jetzt da raus. Oder ich breche die Tür auf. Was ist mit dem Fuchs los, ne? Ist er verletzt? Rotfuchs, oh ja. Mit was schießt man denn so einen Rotfuchs? Ich würde mal sagen, mit dem gleichen Gerät wie... Also mit Opas alter Knifte, sag ich mal. Da. Ach, ich habe die Opas alte Knifte gar nicht dabei. Naja, da haben wir aber zwei Glück gehabt, würde ich mal sagen. Da laufen sie, also einer von beiden. Der andere ist aber auch nicht weit gewesen. Glück gehabt, Freunde der Nacht. Glück gehabt, ne? Muss man ja sagen, ne? Also. Ach, guck mal. Ich würde sogar sagen, das kommt uns auch bekannt vor. Das ist der Schießstand. Krass. Den mal von hier oben zu sehen, auch nicht schlecht. Auch mal nicht so schlecht. So. Oh, letzte Woche. War das letzte Woche? Also, ich nehme ja alles an einem Tag auf, aber ich weiß nicht genau, wann es für euch kommt. In irgendeiner Folge, in einer der Folgen, letzte Woche, glaube ich, habe ich gesagt, ich stelle meine Duftkerze hier hin und es riecht echt gut, wenn ich es denn rieche. Leider gewöhnt man sich ja sehr schnell an so einen Geruch. Meter in die Richtung, okay. So, jetzt haben wir ja gelernt, gerade die spitze Seite zeigt dahin, wo sie hinlaufen. Das heißt, er läuft in diese Richtung. Interessant. So, was haben wir hier? Speiseplatz von Grauwolf. Äsen, ja. Enzyklopädie freigeschaltet, hervorragend. In die Richtung müssen wir. Ich weiß aber gar nicht genau, was ist dann da jetzt freigeschaltet worden. Das wissen wir wahrscheinlich wieder nicht, ne? Noch mehr Text oder noch mehr hiervon? Primärer Lebensraum, Hochwald, Auwald, Berge, Schädel. Trophäentyp ist Schädel. Ob man mal das nicht auch von mir denken, dass mein Trophäentyp hier der Schädel wäre. Ja. Nach dem Motto, die machen sich jetzt mal auf die Suche nach mir und fressen mich bis auf den Schädel. Was ist das hier? Grauwolf hatten wir schon. Ja, ich sehe schon. Wenn die Sonne so ballert, dann ballert die aber auch richtig hart, ne? Also gar nicht jetzt so im Sinne von Hitze, sondern von Helligkeit. Kann man ja jetzt nicht so viel sehen hier. So, bei dem Punkt machen wir das jetzt mal so. Auf die K
Karte und löschen mal eben noch so den einen oder anderen Punkt. So. Hervorragend. Und weiter geht's im Text. Weißwedel Hirsch. Ich habe tatsächlich in meinem Praxisraum und auch hier zu Hause Hirschbilder. Da denkt man immer, warum eigentlich? Aber ich muss sagen, mit der Zeit finde ich das wirklich sehr ästhetische Wesen. Also, das muss ich, kann ich genauso sagen. Ich finde, die Bilder machen auch echt was her. Die sind wirklich schön, auch wenn die nur gemalt sind oder gestickt in einem Fall. Das sind typische IKEA-Bilder, ja. Also jetzt nichts Wildes. Aber in beiden Fällen finde ich die wirklich hübsch. Das ist hier eine Straße? Ne, ist nur ein Wanderweg. Okay. Wandern wir mal da hoch, hm? Ich habe den das Jagdgespür, den Jagdsinn auf die Maustaste gelegt, sodass ich quasi in Ruhe laufen kann und immer mal wieder mit der Maustaste an- und ausschalte. Finde ich sehr hilfreich. Würde ich euch auch sehr empfehlen, falls ihr das hier spielt. Das einfach mal umlegen auf eine andere Taste. So. Weiter geht's. Also läuft, würde ich sagen. Das sah ganz kurz aus wie ein Tier, oder? Wahnsinn. Wie man aber auch, ich glaube, das ist ein bisschen das menschliche Gehirn. Ne? Wenn ihr auf der Suche nach einem roten Smart seid, dann seht ihr nachfolgend nur noch rote Smarts. Das Auto, ja. So funktioniert unser menschliches Gehirn. Sehr selektive Wahrnehmung. Hochselektiv alles. Ich muss mal sagen, was ich mich gefragt habe, tatsächlich, ist, wenn man jetzt hier durch den Wald läuft, ist das ja alles schön und gut. Fresszonen, Schlafzonen, Trinkenzonen und so weiter. Aber jetzt hier in diesem Wald, wir gucken mal hier, ist halt nichts, ne? Also da ist halt wirklich nichts. Warum sollte ich hier jemals wieder herkommen? Ich meine, die trinken halt alle am Wasser. Da kann ich es auch wie die Krokodile halten und einfach auch im Wasser bleiben. Ich muss hier durch diesen wunderschönen Wald kein zweites Mal. Also höchstens, um irgendwie so ein Map-Aufdeckungs-Achievement zu kriegen oder so. Aber ich glaube, das gibt's gar nicht. Muss ich nachher mal gucken. Aber ich glaube, tatsächlich gibt es keins. Also ist wirklich dann die Frage, warum sollte ich hier nochmal langlaufen? Weil ich lege mich jetzt hier nicht auf die Lauer. Weil warum auch? Ich weiß ja, dass die entsprechenden Tiere an den entsprechenden Spots vorbeikommen. Oder sind hier Sondertiere? Hoppala. Sondertiere drin. Würde ich fast denken, nö, ne? Warum sollte ich hier nochmal herkommen?
Vielleicht habt ihr da eine Idee für. Und wenn, dann schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentarbox. Ich meine, ich decke das jetzt hier auf. Es ist ja auch schön und gut. Ne? Das macht ja auch Spaß. Gehört ja auch irgendwie dazu, überall im Wald gewesen zu sein. Aber naja, mache ich halt ein einziges Mal. Ne? Dann ist halt auch Feierabend. Guck mal hier, da brauchen wir mal einen LKW. Wenn ich jetzt einen hätte wie bei SnowRunner, dann könnte ich hier vorbeikommen. Ah, SnowRunner, das muss ich auch die Woche nochmal spielen. Und auch aufnehmen tatsächlich. Da habe ich auch Bock drauf. Wir sind ja 6 Folgen, also gut, ich nehme es ja heute auf. Heute, ihr wisst, es ist immer noch der 1.1. Das ist für euch nur eine kleine Randinfo, aber zu dem Zeitpunkt sind 6 Folgen erschienen. Nee, 4. 5? 4. 4, glaube ich. Das bedeutet, da gab es schon eine ganze Menge Rückmeldungen, Kommentare und ich freue mich da. Das macht richtig Spaß, das zu lesen, auch die Hinweise nochmal zu lesen. Auch was man halt selber übersehen hat vor lauter Spielerei. Macht halt richtig Bock und Laune. So, wir machen wieder ein paar Dinge-Rack. Jetzt gehen wir hier noch rum. Guck, ja, genau so habe ich mir das gedacht. Dann haben wir hier ein schönes Stück aufgedeckt. Gut, hier so ein bisschen was, aber das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Könnten wir sogar vielleicht noch bis nach hier hinlaufen, oder? Naja, nee, so viel Zeit haben wir wahrscheinlich nicht mehr. 800 Meter. Da können wir ein bisschen Gas geben. Double Speed. Und dann werden wir in der nächsten Folge diese Fressproben sammeln. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir dann die Schlafprobe-Quest kriegen. Da müssen wir Schlafplätze finden. Was ist denn in die Richtung noch? 1,2. Achso, das machen wir mal weg. Seltsam. Naja, ich bin mal gespannt. Also, SnowRunner werde ich die Woche auch noch spielen, auch noch ein paar Folgen aufnehmen. Das wird ein größeres Projekt, weil da die Folgen tatsächlich länger sind, weil das Spiel das auch hergibt. Ne? Und danach die Woche kommt ja auch, wenn ihr das hier seht, werdet ihr schon Old World als Let's Play sehen. Nehme ich zumindest an, falls da nichts dazwischen kommt. Nehme ich das nämlich auch auf. Ja, da warte ich jetzt gerade quasi auf ein DLC. Und wenn ich das habe, das DLC, das kommt donnerstags raus, dann wird es das auch als Let's Play geben. Da freue ich mich drauf. Endlich mal wieder ein bisschen schöne, gechillte Strategie. Ja, kein Stress. Einfach da sitzen. Und chillig ein bisschen Strategien spielen. So. Na komm, die 560 Meter, die schaffen wir jetzt aber auch noch. Ach man, wieder eine schöne, ruhige Folge vorbei. Wie schnell das immer geht, ist echt erstaunlich. Oh, guck mal hier, wird gefressen an diesem schicken Busch, nehme ich mal an. Essen, sehr gut. Haben wir doch schon 3. Guck mal an. Und da auch noch mal ein bisschen was. Da gehen wir noch mal hoch. Vielleicht finden wir da noch ein paar Maultierhirsche oder Rocky Mountain bei PTs. Weißwedelhirsche. Ja, wir brauchen jetzt halt noch andere. Ganz kurz gucken. Ja, sieht ganz okay aus, glaube ich.
Gehen wir nochmal Fullspeed, dann haben wir die 280 noch. Da laufen noch mal ein paar Weißwedels. Weißwedels, wir laufen denen mit und fangen sie da hinten ab. Weil die laufen nämlich jetzt hier einmal nach rechts rum. Und dann fangen wir sie ab und versuchen das mit dem Herzschuss in der nächsten Folge nochmal. Was haltet ihr denn davon? Ein guter Plan, oder? Ja, die laufen da in dem Flussbett oder was das da ist, lang. Mal gucken, ob wir die kriegen. Geräuschentfernung 240 Meter, das ist ganz schön stattlich. Aber egal, wir werden das schon hinkriegen. Was ist denn das? Ach, das ist eine Straße. Guck mal, hier kommt eine Straße und dann kommt da so wieder ein kleiner Fluss entlang. Interessant. Jetzt, wo wir das Achievement haben mit den 30 Kilometer fahren, brauchen wir das Auto natürlich nicht mehr benutzen. Wir können es benutzen, wir brauchen aber nicht. Da ist so eine Riesenbrücke oder sowas. Wow. Also das mit dem Herz, gut, wir haben jetzt ein bisschen mehr die Idee, wo das Herz überhaupt liegt bei so einem Tier. Das ist ja auch schon mal was viel wert, glaube ich, denke ich mal. Und dann werden wir das einfach in der nächsten Folge nochmal probieren. Ja, was haltet ihr denn davon? Ist ein bisschen der Spannungsbogen jetzt für euch, ja? Könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein, was da passieren wird. Ich bin's auch. Ob das überhaupt funktioniert. Ob die überhaupt irgendwo stehen geblieben sind. Und was ist das eigentlich für eine Brücke? Ist eine Eisenbahnbrücke, oder? Krasser Schissel. Ah, und hier ist die Straße. Guck. Guck, 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 guck. Da sind wir an der Straße angekommen. Babam. Ja, dann machen wir doch an der Stelle Schluss für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Folge geht's spannend weiter. Wir machen den Herzschuss beim Weißwedel. Das ist so ein bisschen der Plan. Ob das wirklich so passiert, werden wir sehen. Macht's gut.